Buonasera, meine Schalke-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden des Fußballs. Ja. Jetzt suche ich mal was Positives vom Spiel gegen Ulm. Wir versuchen positiv zu sein. Für die Leute, die immer zu mir sagen: Frage, du bist immer negativ. Warum bist du immer so negativ? Hey, jetzt in diesen schweren Zeiten müssen wir Schalker sein. Das höre ich mir jedes Mal. Da müssen wir Schalker sein. Da ziehen wir mal die blaue Brille an und dann sind wir richtig positiv. Okay, da sind wir richtig positiv. Wie jetzt positiv? Das Positive erstmal. Die Null. Zu Null haben wir gespielt. Zu Null. Ja, zu Null. Ich bin positiv. Zu Null haben wir gespielt. Ja. Und auch und dann nächste Positive mit Kaminski hinten zu Null. Mit Kaminski hinten zu Null. Das darfst du keinem erzählen. Sauber, ey. Sauber, wirklich. Klasse, klasse. Und Heckeren auch. Die Null. Diesmal war Heckeren wirklich gut. Aber wirklich, das Positive, wir haben auch wirklich den ersten Punkt geholt mit dem neuen Trainer. Sauber, den ersten Punkt haben wir geholt. Nach drei Niederlagen hintereinander hat der Trainer es geschafft, den ersten Punkt zu holen, zu Null zu spielen. Kaminski hat gespielt. Ey, noch viel positiver geht's doch gar nicht. Wir machen kleine Schritte und wir brauchen Geduld. Wir brauchen einfach nur Geduld. Wirklich. Und ich immer negativ. Ich war immer negativ. Ehrlich. Wir brauchen Geduld. Das stimmt. Wir brauchen Geduld. Wirklich. Wenn ich hier die Tabelle sehe. Merkt ihr was an dieser Tabelle? Wir sind 16. Auf einem Relegationsplatz. Und Braunschweig, Regensburg, die müssen ja noch spielen. Wenn Braunschweig morgen gewinnt, oder Sonntag, ich weiß nicht, spielen die Samstag, Sonntag, dann sind wir sogar auf dem 17. Platz. Und wenn Regensburg auch gewinnen sollte, dann ist Regensburg nur noch 2 Punkte hinter uns. Und gegen die spielen wir ja noch nächste Woche Sonntag. Aber ich habe Geduld. Die Tabelle lügt nicht. Geduld. Wir brauchen einfach nur Geduld. Und wenn wir die Geduld haben, dann geht es uns gut. Ihr seht, ich kann mich nur noch kaputt lachen. Über was sollen wir uns da noch aufregen? 90 Minuten, 90 Minuten und die einzigste gute Torchance, die ich gesehen habe, meine Meinung, die ich gesehen habe, war von Jones. Die letzte Minute da, wo der Ulmer Spieler auf der Linie gerettet hat. Sonst habe ich eine leblose Mannschaft gesehen von uns. Man darf den Jungs aber jetzt auch nicht jetzt den Kampf wegnehmen. Eins muss ich sagen, gekämpft haben die Jungs, die können nicht mehr. In der Hinsicht nicht, die sind kaputt, nein, aber mehr gibt diese Mannschaft nicht her. Mehr gibt diese Mannschaft nicht her. Da kommt kein Impuls. Kämpferisch. Hey, die kämpfen, die versuchen, weil die können nicht anders. Null, gegen einen Aufsteiger eine Torchance wieder rauszuspielen. Hey. Ich sag ja, ich sehe das Positive. Defensiv haben wir zu Null und offensiv auch die Null. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen einfach Geduld. Ganz einfach. Wir brauchen Geduld. Und wenn die Geduld dann zu Ende ist, an die Leute, die sagen immer, wir brauchen Geduld, wir brauchen Geduld, wir brauchen Geduld. Dann sind wir in der dritten Liga nächste Saison und dann könnt ihr nächste Saison in der dritten Liga Geduld sagen. Dann könnt ihr weiter sagen, wir brauchen Geduld, wenn wir abgestiegen sind, wir brauchen einfach nur Geduld. Du brauchst doch nur Geduld. Wir sind noch schlechter als letzte Saison. Noch schlechter als die letzte Saison. Ich habe gedacht, das wird jetzt alles besser. Aber nein, immer. Trainerwechsel, Trainerwechsel, Trainerwechsel. Ich sag immer die ganze Zeit, ey,
Ich sag nichts, Trainer. Man soll auch nicht den Trainer immer wechseln. Soll man auch nicht. Ich habe ja auch nicht gefordert, damals den Thomas Reis zu wechseln. Nein. Ich habe auch in der schwierigen Zeit gesagt, an Thomas Reis müssen wir festhalten. Auch wenn wir da unten stehen, müssen wir mal an einen Trainer festhalten und uns selbst da rausholen. Und dann weiß der Trainer, was ich besser machen kann im neuen Jahr. Nein, wurde rausgeschmissen, da kam der Karel. Bei Karel war ich am Anfang wirklich unsicher. Aber ich hatte nicht gedacht, schnell raus. Und dann hat sich der Karel gefangen, ist nur auf den 10. Platz gekommen. Mit der Truppe dann damals. Und dann wurden die Spieler weggenommen. Ich denke mal, Karel war nicht so begeistert und wurden andere Spieler davor gesetzt, weil ja so ein super Kaderplaner kam, der ja was Großes vorhatte. Aber da der Kaderplaner den Karel überhaupt nicht haben wollte als Trainer, schon von Anfang an, gab es schon wieder diese Unstrittigkeiten zwischen den beiden. Und da hat der Kaderplaner sich gedacht, weißt du was, dann hauen wir mal den Trainer auch weg. Ja, und dann kam der auf diese Idee, so einen Supertalent-Trainer holen. Nix gegen Case, Case. Kuss geht raus. Es geht nur um die Arbeit. Und unter diesem neuen Trainer sehe ich eine Nullentwicklung zurück. Wir spielen noch schlechter, noch schlechter und noch schlechter. Sorry. Ich sehe das so. Ich bin ja nicht blind. Ich sehe das doch. Jede Mannschaft kriegt einen neuen Trainer und da siehst du Impulse. Da siehst du was. Bei uns siehst du Rückschritte, aber richtige Rückschritte. Nach vorne geht ja gar nichts mehr. Ey, nach vorne geht ja gar nichts. Gegen Hannover, ein einziger Torschuss, waren kurz vor Schluss gegen Greuther Fürth. Okay, haben wir 3 Tore gemacht. Wir wissen nur immer nicht, wie wir die gemacht haben. In Augsburg ein Torschuss. Eine Torschance, kannst du sagen. Gegen einen Bundesligisten. Oh ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ey, da haben wir ja gut gespielt. In vielen Augen haben wir ja gut gespielt. Kämpferisch haben wir gekämpft. Aber wir haben ja gut gespielt. Ohne Torschance. Dann fährst du nach Ulm. Eine Torschance, Jonas. Für mich war das die einzigste Torschance. Aber egal, wir haben Geduld, Geduld. Immer zurück, zurück. Dann haben wir diese 11 im Kader, kein Ziller. Und dann gucke ich auf die Ersatzbank. Wir fahren schon wieder ohne Stürmer, Ersatzstürmer auf der Bank. Ohne einen Ersatzstürmer auf der Bank. Ey, das kann nicht, weil ich verstehe das, weil das in der Amateurklasse ist. In der Amateurklasse kann ich es verstehen, wenn du keine Stürmer hast. Weil du hast ja nicht so einen riesen Kader. Du hast keine U23, du hast keine U19. Bei manchen Vereinen, manche Vereine haben eine A-Jugend oder eine zweite Mannschaft. Aber ey, da würde ich das verstehen. Aber dass wir Schalke 04 oder dass wir kein Ersatz auf der Bank haben, wir nicht mal einen Stürmer. Eine offensive Kraft. Jonas ist ja im Mittelfeld, offensive, aber kein Stürmer. Warum nimmst du nicht von der A-Jugend Stürmer mit? Den Shibara. Oder von der Amateur ist doch egal, wenigstens ein auf der Bank wenigstens, dass du einen hast. Nein, auch nicht. Und dann fragt ihr mich, ob dieser Trainer gut ist. Ich finde diesen Trainer der schlechteste Trainer überhaupt für mich. Hey, Case, nichts gegen ihn persönlich, um Gottes Willen, nichts gegen diesen Mann persönlich. Es geht nur um die Arbeit. Und ich finde, diesen Trainer ist für mich, sorry, geht gar nicht. Ich habe alle Trainer immer unterstützt jeden Trainer, aber bei diesem Trainer schon von Anfang an habe ich gesagt, beim zweiten Spiel habe ich schon, nein, dritte, jetzt endgültig, jetzt hat er mir alles gegeben, jetzt hat er mir den Rest gegeben, wirklich. Und ich sage, mit diesem Trainer steigen wir ab. Da kann ich euch schon jetzt garantieren, mit diesem Trainer steigen wir ab. Aber da gebe ich den Trainer noch nicht einmal die Schuld. Da sind andere verantwortlich. Und ihr habt ja gelesen, was der Mike Büskens gesagt hat. Und wenn das der Mike Büskens sagt, und jetzt kommt jetzt wieder die Hete, Mike Büskens war dabei. Mike Büskens hat das hautnah erlebt. Und wenn sich viele da einmischen, viele, viele, und wir keine Kontinuität haben und jedes Jahr einen Umbruch, Umbruch, Umbruch macht, hat das jeder Trainer, egal wer kommt, sauschwer. Aber bei diesem Trainer, sorry, mir fehlen die Worte bei diesem Trainer. Wir hatten einen Groß, der war ja schlecht, wirklich ein Groß, der konnte sich nicht Namen merken.
Aber der Trainer hat bisher bei mir alles übertroffen. Wir hatten einen Manuel Baum, habe ich gesagt, boah, ey. Da habe ich gesagt, der muss raus, der muss weg, der muss weg. Aber ich sage nicht, dass der Käse weg muss. Ich sage nur bei den Verantwortlichen. Ihr wisst ganz genau, wenn der Käse gehen muss, müsst ihr auch mitgehen. Ist so. Wenn der Käse gehen muss, mussten die Verantwortlichen, die den geholt haben, mitgehen. Fertig. Fertig. Ihr seht, ich habe ein Lachen. Weil wir haben Geduld, wir haben Geduld. Ich habe Geduld. Ich lasse mir das Wochenende nicht versauen. Lasst euch das Wochenende auch nicht versauen. Ich bin positiv eingestimmt. Es wird alles besser. Es wird alles besser. Wir brauchen nur Geduld. Wir brauchen einfach nur Geduld. Ich freue mich schon auf Montag im Live, in meinem Livestream. Dann können wir wieder reden. Und dann will ich mal viele hören, wie viel Geduld wollt ihr noch haben bei diesem Trainer, bei diesem Vorstand? Aber egal, wir haben Geduld. Die Tabelle, nochmal bitte, für euch, die lügt ja nicht. Geduld zeigt sich. Wir haben Geduld. Seht das positiv, wir haben zu Null gespielt. Wir haben zu Null gespielt mit Kaminski. Und die Torwartentscheidung ist, glaube ich, gefallen. Hört auf meine Worte, der Hecke wird im Tor sein und er wird unsere Nummer 1 sein. Weil heute hat er, glaube ich, ein, zwei Dinger gut gehalten, die jetzt nicht so brandgefährlich waren, aber er hat dann gut reagiert und er hat zu Null gespielt. Und ich denke mal, für den Case, unseren neuen Trainer, war das auf jeden Fall was Positives überhaupt, seit er vier Spiele, seit er 4 Wochen, 3 Wochen da ist. Das ist das Positive. Einen Punkt geholt, zu Null gespielt, jetzt hat er seine Nummer 1. Punkt, war mein Experte. Aber egal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Aber wir haben einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Ja, einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben den ersten Punkt geholt mit dem neuen Trainer. Und stehen jetzt auf dem 16. Tabellenplatz. Ja, ihr seht. Ich hau nicht drauf. Ich lache noch drüber. Ich lache noch drüber. So weit haben die Mist gebracht. Okay. Ich sag euch. Schaut nach vorne. Denkt an das Positive alles und fertig. Ich wünsche euch alle Gottes Segen. Euch, eure Familien, eure Herzen. Wir haben heute Freitag. Lasst euch den Freitag nicht versauen, ehrlich. Und wirklich nochmal ein Dankeschön an die Fans, die nach Ulm gefahren sind, so eine geile Stimmung wieder gemacht haben. Riesen Respekt an euch. Kommt ihr gut nach Hause. Dass ihr gesund wieder nach Hause kommt aus Ulm, das ist wichtig. Und an die anderen, schönes Wochenende auch mit euch, mit euren Familien und Freunden. Und habt einfach Geduld. In diesem Sinne, ciao, ciao, alle Deutsche, Glück auf.